Es funktioniert. Das Bild ist sogar auch relativ cool. Dort muss man ein bisschen warten, bis da Leute kommen. Wobei das eigentlich völlig egal ist, weil dieses Video auch eher dazu da ist, später noch mal gerne auch aufgerufen zu werden, weil ich hallo, hallo Tina, guckt schon zu, steht dann da. Ich muss mal gucken, dass ich hier das Bild ein bisschen, wobei es sieht auch so schön aus, ne? Es sieht aus, als hätte ich so eine so. Hallo, hier ist der LSD-Bauchi. So, ja, okay, alles klar. Können wir auch so machen. Ja, aber heute auf jeden Fall noch mal ein Livestream, der nicht allzu lange gehen soll. Das muss man überhaupt gar nicht 2, 3 Stunden lang jeden Tag machen. Die Idee ist vielmehr, jeden Tag möglichst viele Kommentar oder Quatsch, möglichst viele Posts mit dem Hashtag Friedensgespräche zu machen. Das ist das Spiel, das ist die, das, was wir gerade ausprobieren wollen, was passiert, wenn wir das machen. Und ja, so, ne, 5 bis 10 Minuten reichen auch völlig aus, wie man jetzt einfach in den nächsten paar Wochen dann mal einfach jeden Tag oder nicht zwanghaft jeden Tag, aber so im täglichen Rahmen einfach mal die Webcam anmachen kann und laut denken, was wir wirklich, womit wir wirklich beschäftigt sind und halt eben vor allen Dingen lösungsorientiert und auf den Frieden bezogen, es sind ja Friedensgespräche sein, nicht wahr? So, und ich habe das zum Beispiel nämlich gestern auch nicht gemacht, weil ich gestern den ganzen Tag anderweitig Frieden gemacht habe und damit beschäftigt war, Frieden zu erleben. Und das war ein wunderschöner Tag gestern. Und dann habe ich aber mir wenigstens zwischendurch die Zeit genommen, ein paar andere Posts, die ich für weiter verbreitenswert hielt, halt eben weiter zu posten, zu teilen und da halt eben dann einfach den Hashtag Friedensgespräche mit da zuzupacken. So. Und ja, heute war es mir auf jeden Fall ein Anliegen, definitiv auch jetzt einfach nochmal kurz in wenigstens ein paar Minuten live zu kommen, um aber dann auch einfach wieder einen Beitrag mehr im Internet zu haben, in dem es um Frieden und Lösungen geht. Und halt eben dieses Spiel, das wir da gerade einfach angefangen haben zu spielen, was im Prinzip seinen Ursprung in im großen Murmeln aus 2020 hat, wo halt auch eben explizit drinsteht, dass es dann irgendwann mal angefangen haben, weil wir selber damit angefangen haben. Ja, so und irgendwie, ja, vielleicht ist ja jetzt die Zeit gekommen, also für einige Leute ist die Zeit gerade gekommen. Die Victoria weiß schon, warum sie so einen Spaß hatte, da einfach mal sich zu trauen und eben eine von denen zu sein, auf die wir die ganze Zeit warten, nämlich uns selbst, damit wir endlich mal aus dem Puschen kommen. Und sie weiß, was sie davon hat. Offensichtlich. Ja, und so denke ich, können wir das einfach mal, ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich da Bock drauf habe und guck, was dabei rauskommt. Und jeder andere kann das halt auch machen. Und ich freue mich über die, die mitmachen und Friedensgespräche führen und den Frieden in den Fokus rücken und die Möglichkeiten und die Alternativen und die Lösungsansätze, die alle zur Verfügung stehen und halt eben einfach vielen Leuten nur deswegen nicht, weil sie nichts davon wissen. Aber genau das können wir hier genau damit ändern. Halt eine Online-Demo, ne? Online-Demos, wüsste ich nicht, wo man die anmelden soll. Ich melde es einfach hier bei euch an. Wir machen jetzt hier eine Online-Demo. Paar Wochen, so lange, wie es Spaß macht und wie es nötig ist. Und ja. Lassen uns aber immer völlig egal sein, was andere gerade machen. Ne, es sind so wahnsinnig viele Menschen mit so wahnsinnig vielen Dingen beschäftigt, dass ich mich gerade mal einfach auf die konzentriere, die Bock haben, das Spiel mitzuspielen, wo ich auch Bock drauf habe, gerade wie man das halt beim Online-Gaming auch macht. Da guckst du auf den Server des Spiels, das du gerade spielen willst, wer da gerade auch noch Bock hat, das mitzuspielen, dann spielst du mit denen. Du bist keinem sauer, weil er gerade Super Mario Kart spielen will stattdessen. Jo.
Ich finde das Bild irgendwie lustig. Also man kann das auch ändern. Magic. Ja. Es weihnachtet sehr, so langsam. Die Zeiten werden wieder besinnlicher. Es wäre ja schön, wenn wir auch ein bisschen zur Besinnung kämen. Aber dafür machen wir das ja hier. Und ich freue mich über jeden, der da gerade auch seinen Spaß dran hat, Frieden zu machen und sich wirklich mit Frieden auseinanderzusetzen. Und heute wollte ich einfach nur mal kurz nochmal, was beantworten, das. Darum geht's bei der Sache. Und ja, wer meint, das hier wäre jetzt wieder einfach nur Phasisgehole, ja, Phallisgehole. Wie heißt das? Ich mache das gerade explizit so. Macht's besser. Ich will euch inspirieren, es noch besser zu machen, als ich es mache. Das wäre voll schön. Weil dann kann ich von euch noch was lernen. Wie geil ist das denn? Ne? Wie gesagt, ich habe nichts davon, wenn wieder alle den Bauch hier an den Lippen kleben. Das ist nicht, worauf ich aus bin. Das haben viele Leute bis jetzt völlig missverstanden und falsch auch und kann mir trotzdem egal sein. Mir geht es nicht darum, dass mir allen an den Lippen kleben. Mir geht es darum, dass alle den Lösungen und dem Frieden und all denen, die davon sprechen, an den Lippen kleben. Meinesgleichen in dem Fall. Ich bin da halt eben nun mal eben nicht einfach nur ich. Ich bin da halt eben doch ein relativ großes Team hier auf dem Server. Weil da ganz viele Leute, von denen ich weiß, da mit dabei sind. Ob die jetzt sichtbar für andere sind oder nicht, spielt dabei keine große Rolle. Ich sehe sie ja. Also, ich sehe sie ja. Ich sehe sie ja. Ich sehe euch. Und das beruhigt mich mitunter sehr. Und ja, hier ist zum Beispiel jetzt der Bernd Hüfner, habe ich gerade gesehen. Bernd, ich habe dich letztens noch gefragt, wie es von wegen Gespräch vor der Kamera, Friedensgespräche. Ich habe irgendwie mal so angefangen. Ich habe gedacht, ich brauche eine neue Kamera und so, um mal bei dir vorbeizukommen und ein solches Gespräch vor der Kamera zu führen. Aber irgendwie können wir es vielleicht sogar noch ganz anders machen. Vielleicht hast du ja auch einfach Lust, deine Webcam anzumachen und über Frieden zu reden und über Lösungen und Alternativen und Möglichkeiten. Sehr geil. Ja, voll cool. Ne, setz einfach auch den Hashtag Friedensgespräche dazu. Also, ne, um das, da muss man noch nicht mal live für gehen, aber da kann man gerade im Moment super geil mitmachen, indem man alle Posts, die man teilt, die Lösungen beinhalten, die einen sind, die uns weiterhelfen, halt eben einfach mit dem Hashtag Friedensgespräche zu versehen. Und das halt einfach zu kombinieren, dann wird es einfach stärker. Beides. Sowohl der Artikel als auch der Hashtag. Man muss das einfach nur mitnutzen. Das ist nicht wirklich, da braucht man nicht viel Arbeit für. Man muss einfach das, was man sowieso, wenn man dabei ist, das so schon seit einer Weile zur Hand haben, kann man das jetzt einfach mit diesem Hashtag Friedensgespräche, als Add-on nutzen, das macht man da einfach dazu und dann landet es automatisch auf dem Tisch der Friedensgespräche mit diese Lösung, die wir da auch haben wollen. Das heißt, keiner braucht irgendwas anders zu machen. Es muss auch jetzt überhaupt gar keiner unbedingt, wenn er sich nicht traut, die Webcam anmachen. Das funktioniert halt auch schon einfach so, indem wir einfach, wenn wir jetzt wirklich, ne, lasst uns das so vorstellen, die Friedensgespräche haben angefangen. Da ist ein Tisch, an dem sich alle Interessierten versammeln können und freisprechen dürfen, wo wir alles auf den Tisch bekommen wollen, was mit Lösungen, Möglichkeiten, Frieden, Liebe, Ruhe zu tun hat, mit Miteinander und dann für jeden zur Verfügung steht. Und das ist nicht schwer. Da kann mir keiner sagen, habe ich keine Zeit für. Das ist beim Posten, also da kann man sich sogar, wenn man will, ja, das irgendwie irgendwo in die Zwischenablage sogar reinkopieren und Steuerung V zu drücken an der entsprechenden Stelle. Das ist ja nun wirklich nicht mehr viel Arbeit,
die man da bei dieser Revolution hier dann jetzt leisten muss, oder? Vor allen Dingen braucht man sich derweil dann gar nicht mit irgendwelchen Polizisten rumzukloppen oder Autoritäten anzulegen. Die kann man einfach hier mal geflissentlich einfach ignorieren. Das ist das, was halt an Inspirationen schon auf diesem Tisch bereits liegt, der Friedensgespräche, die Einladung, externe Autoritäten mal endlich einfach zu ignorieren, denen den Gehorsam zu verweigern, weil das was Essentielles ist, was wohl offensichtlich geschehen muss, wenn wir aus einer Welt der Sklaverei in eine Welt der freien Menschheit, dann müssen wir den externen Autoritäten auf dem Weg irgendwo mal tschö sagen. Das ist eine logische Sache, weil das eine ja das ist, was das andere verhindert. Und dann müssen wir uns dieser Autoritäten einfach innerlich auch mal entledigen. Und das schafft dann halt auch direkt wieder sehr viel mehr Raum für Freiheit, die man dann auch empfindet, weil man selber entscheiden kann, was man macht, weil einem bewusst wird, ja, wenn ich sowieso die Konsequenzen tragen muss für das, was ich tue, dann entscheide ich doch einfach auch lieber selbst, was ich tue. Und seitdem ich das mache, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sieht mein Leben da auch ein bisschen anders aus inzwischen. Ja. So, und ich habe jetzt hier meine 11 Minuten 19. Das heißt, ich wollte eigentlich, aber ich habe ja nicht direkt losgelegt, so, ne, aber ich wollte heute mal einfach nur so einen 10-Minuten-Stream machen und ja, was macht ihr? Zeigt's mir. Ich bin sehr interessiert und gespannt und naja, sehe es ja. Ich komme ja nicht drum herum. Ne? Ich habe euch ja auch auf dem Schirm. Bis denn. Ach so, hier. Tschüss mit F habe ich völlig vergessen. Mein Kopf hat auch schon frei. Ja. Hi.